So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zum Automechaniker Simulator. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ich würde sagen, wir legen heute los mit dem nächsten Kampagnenauto. Wie ihr seht, haben wir das Fahrzeug schon auf der Ding stehen. Auf der. Haben wir da keine weitere Möglichkeit, Upgrade zu machen. Okay. Eine Diagnose. Oh, wir könnten tatsächlich die Werkstatt erweitern mit dem nächsten Punkt. Gut, fangen wir es mal an, tatsächlich heute Fahrzeuge zu diagnostizieren. Was haben wir denn hier überhaupt? Nicht. Jo, Alter, ich bin der Roadmaster, so nennt man mich im Internet. Ich bin der King of the Road, zumindest PC-Spielen. Letzte Woche habe ich mir mein Auto gekauft. Damit kann ich schon allen zeigen, was ich auf einer echten Straße drauf habe. Bitte schau mal nach den Felgen, da stimmt was nicht. Ach ja, und irgendwas klopft der Motor, das müsst ihr auch prüfen. Bis dann, Bro. Gut, okay, dann haben wir erstmal, würde ich sagen, das Auto auseinander, so Step by Step. Irgendwas klopft im Motor, hat er gesagt. Die Frage ist, was könnte es sein? Die Dockenwelle wahrscheinlich. Wenn das wieder jetzt so ein Akt wird wie beim letzten Mal, wird es lustig. Fangen wir aber erstmal an mit dem Auto. Oh ja, die Zündspule mal rausnehmen, wollen wir mal sagen. Die Frage ist, hier könnte noch was sein. Drosselklappe, ja, auch das könnte es natürlich sein. Warte mal, ich gucke gerade. Zylinderkopf. Gut. Kerze. Nehmen wir die erstmal raus hier. Zündkerze erstmal weg. Muss gerade ein bisschen justieren. Ja, ich würde das wahrscheinlich vermuten, dass das wieder so ein Akt wird wie bei der Luxuskarre von Meier, die wir in der vorletzten, drittletzten Folge hatten. So, gucken wir erstmal auf den Zylinderkopf, was er da uns so rausnimmt. Also die Felge hat er ja gesagt, brauchen wir, aber wir müssen jetzt mal den Motor auseinander. Weil irgendwas hat er gesagt, mit Motor ist das. Okay. Gucken wir gerade, ob wir da schon irgendwas diagnostiziert haben. Bisher noch nichts. So, das heißt, es wird wahrscheinlich wieder so ein Ding werden, wie ich bastel dir da komplett das Auto mal auseinander. Nee. Was da drin hatte. King of the Road hier. Mal gucken, was das wird. So, bin ich damit. Ja, vermutlich wieder ein. Muss ich hier erstmal anfangen, wieder alles auseinander zu basteln, ne? Na, Happy Birthday. Aber gut. Nehmen wir erstmal hier die. Du, der Riemenspanner, der müsste wahrscheinlich erstmal nicht. Ja, Generator kann ich natürlich jetzt auch nicht auseinandernehmen. Warte mal. Umlenkrolle. Kann ich auch nicht rausnehmen. Jetzt mal die raus. Die Kurbel. So, Wasserpumpe. Ich vermute, dass hier die Umlenkrolle auch Fritte ist. So, gut. Generator sieht aktuell noch gut aus. Aber ich glaube, das ist einfach erstmal relativ egal ist. Dass ich alles, was Rotes raus muss. Das hatten wir ja bei dem letzten Auto. Steuergehäuse erstmal weg. So. Gucken wir mal, ob wir irgendwas gefunden haben. Ein bisschen was. Kein Riemen auf jeden Fall, Umlenkrolle und den Riemenspanner. Es sind insgesamt 5 Teile noch, die uns fehlen. Na gut.
Die Nocken. Zylinderkopf brauche ich jetzt gerade nicht. Also Motor hat er ja gesagt, ist es auf jeden Fall. Damit vermute ich, dass es die Nockenwelle sein dürfte. Jetzt mal den Ansatzkrümmer runter. So, haben wir noch irgendwas gefunden? Nee, das ist halt dann diese Vierteile. Gut. Die. Klar, wir kriegen gerade auch Anrufe und alle Nachrichten um die Ende rein. Aber ist jetzt gerade egal. Weil wir jetzt gerade nur ein Auto haben. So, gucken wir mal weiter. Was wir doch haben. Okay, nichts weiter gefunden. Können wir Zylinderkopf rausnehmen? Ja, könnten wir rein theoretisch. Aber ich wieder eine Folge rausmache, ich werde wahrscheinlich nicht. Aber das ist jetzt der komplette Motorblock hier, der Fritte ist. Zugang vom Fahrwerk, kann ich den Motorblock noch nicht. Servopuppe mal weg. Wie vor nichts. ABS, Steueraggregat, haben wir mal raus. Wie gesagt, kann sein, dass ich jetzt komplette Diagnose stellen muss hier. Dass ich wie beim letzten Auto alles auseinanderbasteln muss und dann erstmal anfangen muss. Und dann gucken muss, was ich habe. Also wie gesagt, die Felge hat ja gesagt, die sitzt auf jeden Fall. Ölfilter. Das wird die Seele des Saure. Und da. Aha, okay, da komme ich jetzt nicht dran. Da komme ich jetzt nicht dran. Was ich vermute, dass es der Klassiker auch hier ist mit Ölfilter. Mit dem Luftfilter. Dass der raus muss. So. Kurz gucken. Ich krieg gerade hier einer nur die allerdings rein. Aber ist egal. Solange wir noch keine zweite Hebebühne haben, die kriegen wir glaube ich erst Bild. So, Luftfilter mal weg vom Fenster nehmen. Auch nicht. Luftfilter war es auch nicht. Okay. Bremskraftverstärker? Wahrscheinlich nicht, oder? Nö. Gut. Dann nehmen wir das mal raus aus dem Modus. Und ich fange jetzt mal an die Felgen. Den Wagen hoch zu bocken, weil ich muss unten an den Motor rein. Jetzt mal die Felgen raus. Hat er ja gesagt, da möchte er ja unbedingt. Gut, das zweite Teil könnte die Felgen sein. Und dann ist es. So. Felge Corona. Naja. Wahrscheinlich billige China-Ware hier. Für Punto ist das, glaube ich, wenn ich auch im Original. Aber wie gesagt, hier gibt es scheinbar keine Lippen. So, dann nehmen wir mal die raus. So, gucken wir mal, was wir haben noch. Es sind tatsächlich vier Felgen gewesen. Ergo fehlt es noch ein Teil. Und dann hätten wir das Auto wieder. Dann würden wir das Auto wieder tatsächlich hinbekommen. Jetzt muss ich gerade gucken, dass ich mal auf den. Die Aufhängung komme. Warte mal, kann ich nicht an den Motor so dran? Wenn ich jetzt die Ölwanne rausnehme.
Dann habe ich wieder die Sauerei. Gucken wir mal. Ich versuch's mal, ob ich richtig dran kriege. Ich muss gerade gucken. Da ist das toll. Gerät bewegen. Erste Hebebühne. So. Jetzt muss ich gerade gucken. Wo finde ich von der Ölwanne? Ich jetzt ein Menü öffnen? Kann ich das Öl ablassen? Wie kann ich Öl ablassen? Ich weiß, dass hier unten eine Ölablassschraube ist. Das ist klar. Aber. Ist jetzt gerade wurscht. Ich muss ja irgendwo. Ich mache, muss es jetzt leider wahrscheinlich. Warte mal, kann ich das? Wenn ich jetzt an das Gerät rangehe. Gerät benutzen. Ah, okay. Problem gelöst. Dann weiß ich Bescheid. So, dann haben wir nämlich jetzt raus von dem Auto. Und so, dann tippen wir das mal wieder auf den zurück. So. Kann ich jetzt irgendwie das Öl wieder. So, dann haben wir das jetzt drin. Das alte Öl. Jetzt kommen wir ja. Gut, dann kann ich jetzt nämlich hier ohne die große Sauerei anfangen, die Ölwanne zu demontieren. So. Gut, gucken wir mal rein, was wir so haben. Frage: Kurbelwelle wahrscheinlich, oder? Es würde mich jetzt wundern, wenn es nicht so wäre. So, Moment, kurz gucken. Hier. Ich gucke auf die Uhrzeit. Wir haben noch ein paar Minuten, also 12 Minuten haben wir gerade erst durch in dieser Folge. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Erstmal den Pleulager nicken, damit ich das hier rausnehmen kann. Es muss ja irgendwo in der Richtung was sein. So, Frage: Kann ich jetzt die Kohlewelle demontieren? Nö. Ich nicht. Aber es müsste ja. Kann ich jetzt schon wieder an die. Kann ich jetzt schon wieder retten? Motor. Motorblock kann ich nicht. Die Kurbelwelle muss hier raus, theoretisch. So. Ja, das ist. Gerade ein kleiner Akt. Ich muss hier gerade ein bisschen basteln. Wahrscheinlich nehme ich erstmal das Flammenrohr raus. Das ist wahrscheinlich ist das Problem. Nein, das ist noch nicht. Na, aber das Kur. Aber nimm mal dieses Ding hier runter. Jetzt ist noch einer drauf, vermutlich. So, das sind drei insgesamt. Und jetzt muss ich gucken, ob ich die Kurbelwelle raus. Ich dir die. Auch nicht. Noch nicht zumindest. Aber was ist es? Warte mal. Da ist doch bestimmt auch irgendwo was drin, oder? Ich sag mal bloß, ich muss die komplette Karre aus der Seite, von der anderen Seite noch auseinandernehmen. Warte mal.
So, plus ich muss jetzt die ganze Karre von der anderen Seite auch noch mit. Scheinbar. So. Dann müssen wir dann tatsächlich hier erstmal anfangen, unten weiter auseinander zu bauen. Das ist meine Vermutung. Das Getriebe. Vorübergang vom Fahrwerk. Das heißt, ich muss von der Seite ran. Okay. So, Getriebe. Das können wir natürlich noch nicht auseinanderbauen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöder. Scheinbar muss ich die Antriebswelle rausnehmen. Ja, da muss ich jetzt tatsächlich. Oder kriege ich die Antriebswelle so raus? Natürlich nicht. Warte mal. Da ist ein Teil. Was noch weg ist, wahrscheinlich. Anlasser. Zugang natürlich vom Motorraum. Hey, happy birthday. Mein Gott. So, also nochmal an den Wagen ran. Jetzt muss ich gucken, dass ich den Anlasser auseinandernehme. Das heißt, du musst da ran. Oder ist das der Anlasser? Das kann, was mir natürlich ein bisschen Arbeit erleichtern würde, wenn es so wäre. Ist es aber nicht. Ist es aber nicht. Starterbatterie. Nehmen wir mal die Batterie raus. Weil die mich gerade ein bisschen nervt. So, jetzt muss ich gerade gucken, wie komme ich an das Auto ran. Antriebswelle. Getriebe. Zugang vom Fahrwerk. Ja, es könnte. Es könnte. Ah, was könnte es denn? Hm. Ja, scheinbar weiter, ne? Dann ist mal das Ding raus. So, Luftfilter. Die Antriebswelle. Ja, das ist meine Vermutung, dass es irgendwas mit der Antriebswelle zu tun hat. Ja, ich muss den komplett wieder auseinandernehmen vorne, sonst komme ich nicht an die Dings ran. Ich nehme erstmal die Seite hier raus. So, Bremsscheibe raus. Radnabe. Radlager ziehen. Radnabe ziehen. So. Achsschenkel ziehen, wenn ich dann darf. Geil. Dann gehst da jetzt, sehe ich das Ding jetzt komplett. Und den, wenn ich darf jetzt, kriege ich den Achsschenkel nicht raus. Hier, ach, Wohlstandkopf. So, jetzt kann die raus. Oder auch nicht. Was ist denn da jetzt wieder? Wo hängst du jetzt noch dran? Du müsstest doch eigentlich komplett Dose sein, oder nicht? Du müsstest aber doch eigentlich komplett lose sein. Spurstelle raus. Hm. Wo hängst du noch dran? Oder hängst du da komplett drin, dass ich dich gar nicht. Nee, doch eigentlich. Doch, habe ich mir das Auto auch gemacht, oder nicht? Ja, dann machen wir es so. Dann lösen wir das ganze Ding mal hier auf. Und jetzt haben wir einen Lackschenkel raus. Jetzt kann ich nämlich ein bisschen hier arbeiten. Die Frage ist, kann ich das Getriebe jetzt lösen? Kann ich natürlich nicht lösen. Kann ich immer noch nicht lösen. Warum kann ich das nicht lösen? Das ist doch scheiße so. Hätte ich doch das so frei, oder nicht? Da habe ich schon wieder mal alle Infos, die ich haben will. Nö, ne? Ach, natürlich nicht.
Aber wo hängst du drin? Ja gut, dass ich jetzt wahrscheinlich komplett noch weiter das Fahrwerk auseinandernehmen muss hier, oder? Dann ist das so. Okay. Jetzt pass auf, es ist doch irgendwas am Heck. Nein, nein. Er sagt ja, klopft der Motor. Ich weiß nicht, ob es alles ist. So, King of the Road. Ah, mein Freund. So, machen wir das auch mal. Dann geht's hier unten weiter. Dann geht's hier weiter und nehme ich den Stoßdämpfer mit der Dings raus. Spurstangenkopf weg. Und jetzt sollte gerade, wie gesagt, das fallen. Jetzt geht die Spur weg. Jetzt geht die raus. Und ich weiß, woran es liegt. Das Problem hatte ich beim letzten Auto auch. Und zwar liegt es meistens an dem Kolben. So, Kolben weg. Dann kann jetzt die Kurve wieder raus, wahrscheinlich. Es sei denn, ich habe noch. Nein, ich fuhr gerade. Ich vermute, wie gesagt, ich würde fast vielleicht auf die Kurbelwelle wetten. Natürlich nicht. Ah, ich kann das geht. Warte mal. Müsste das Getriebe wahrscheinlich rausnehmen noch. Das kann ich jetzt runter. So, dann das. Radweg. So, und jetzt hoffe ich, dass die Kurve wieder ziehen kann. So, jetzt müsste eigentlich alles raus sein. Und jetzt hoffe ich, dass ich alle Diagnosen habe. Es ist tatsächlich noch nicht der Fall. Der Motor ist leer. Da ist nicht mehr viel drin. Sag mal bitte nicht, dass der komplette Motorblock einfach nur am Arsch ist. Nö. So. So. Gelenkgetriebe. Naja, wie gesagt, das Auto hat jetzt keinen Motor mehr und mehr kann es nicht sein. Dann habe ich tatsächlich die Fehlerdiagnose gefunden. Da wird gesagt, nach den Felgen gucken und irgendwas klopft im Motor, hat er gesagt. Anderes. Lenkgetriebe, Stabis weg. Spurstangen weg.
Immer noch nicht. Chef, dein Auto geht mir gerade ein bisschen auf den Senkel. So. Nicht, dass es der Köhler ist. Weil was muss es sein? Ich habe ja nicht mehr allzu viel zum Außen unterbauen jetzt. Jetzt wollte ich jetzt die Dings hier. Mache ich das anders. Jetzt nehme ich jetzt wirklich den Kühler raus. Nicht, dass es wirklich am Ende der Kühler ist und ich jetzt das komplette Fahrwerk gerade auseinander und sonst auseinander genommen habe. So, Demontage von. Nein, Demontage von Karosserieteilen. Ach Mann! Nicht damit. Nicht damit. Nicht damit. Demontage von. So, Stange vorne jetzt mal raus. Es muss ja. So. Es ist die Lüfterzange. Ah, Zange. Nicht Zange. Gut, dann haben wir zumindest mal deine Aufgabe erledigt. Zumindest was das betrifft. Gut, in der nächsten Folge würde ich sagen, bestellen wir die Teile, bauen die Karre wieder zusammen und schicken sie raus. Bis dahin. Tschüss.